Dann herzlich willkommen. Ich freue mich, dass so viele zu so später Stunde noch hier in den Workshop gekommen sind. Der davor war ja ein bisschen technischer, fand ich. Jetzt hoffe ich ein bisschen, dass wir in einen kreativeren Part einsteigen können. Mir wurde schon gesagt, es ist wahrscheinlich der Talk mit dem längsten Titel überhaupt. Vielleicht hat mich da schon die Kreativität ein bisschen geritten, aber ich konnte es tatsächlich nicht kürzer formulieren. Warum dieser Talk? Ich hoffe, dass ich ein bisschen inspirieren kann, vielleicht mit dem, worüber ich jetzt hier rede. In der Vorbereitung dachte ich auch, und ich war ja bei der letzten Subscribe auch schon da, und ich dachte, es gibt immer ein sehr strenges Bild, was ein Podcast sein kann, gerade hier in der Gruppe. Also irgendwie hat ja jeder so ein Bild, wenn er das Wort Podcast hört, dann stellt man sich was vor. Meist sind es irgendwie ein, zwei Leute, die zusammen in ein Mikrofon reden. Das finde ich manchmal ein bisschen schade, dass das so eng gefasst wird, denn tatsächlich ist Podcast ja seit einer langen Zeit in der Entwicklung, und wir haben ja, so nehme ich das wahr, wir haben eine große Bewegung auf der einen Seite, wir haben diese Indie-Podcast-Bewegung, man fängt an, die Technologie für sich, die Technik zu entdecken, rumzuexperimentieren auf der einen Seite, und auf der anderen Seite haben wir zum Beispiel das Radio, was ja schon seit Jahrzehnten brillantes Audioprogramm macht und was jetzt langsam sich zu lösen beginnt auch, von dieser Idee, okay, wir haben angefangen, erstmal unsere Sendung jetzt auch ins Netz zu stellen, jetzt überlegt man langsam schon, eigene Formate zu entwickeln und guckt, wollen wir die dann noch on-air senden oder produzieren wir die nur für das Netz? Und das ist mir aber trotzdem immer noch zu wenig, dass man sagt, man hat nur diese zwei Pole, denn es gibt eigentlich schon sehr viel mehr Audio im Internet. Und das ist eigentlich, worum es hier gehen soll. Ich will niemanden davon abbringen, die eigene Podcast-Definition irgendwie zu überarbeiten, sondern vielleicht einfach mal zu inspirieren, über den Tellerrand zu gucken, was denn noch möglich ist. Denn Audio im Netz findet auch schon sehr viel länger statt, als es den Begriff Podcast gibt. Aber man muss definitiv sagen, dass Podcast schon der größte Teil davon ist oder zumindest der mächtigste Teil. Ich erlebe das, ich mache seit 2004, beschäftige ich mich mit Audio, da bin ich mal zum Studentenradio gekommen und seitdem mache ich eigentlich die ganze Zeit irgendwas, und es war immer schwer, das war so ein Nischending, aber Podcast ist tatsächlich so ein Ding. Wenn ich jetzt mit Leuten rede in Unternehmen, dann sagen die, oh, Podcast höre ich jetzt auch schon, wollen wir nicht mal ein Projekt machen oder so. Also das ist tatsächlich so ein griffiges Wort, jeder kann sich was darunter vorstellen, es gibt einen Trend, da entwickelt sich ganz viel, aber es ist eben nicht das Einzige. Das ist ganz wichtig, was ich zeigen will gerne mit diesem Talk. Es gibt viel Formate, über die wir einfach noch nachdenken können, die stattfinden können. Es gibt Akteure, die man vielleicht mit einbeziehen kann. Es gibt vielleicht Berufsbilder, über die wir noch gar nicht nachgedacht haben. Um zu erklären, also wir werden ein paar Hörbeispiele habe ich mitgebracht, aber ich muss euch erstmal erklären, was ich überhaupt mache. Ich habe mich mit meiner damaligen Studienkollegin zusammengetan, 2009. Wir haben diesen exotischen Studiengang Hörfunkmaster mal studiert. Also man konnte mal Radio studieren in Leipzig, gibt es mittlerweile nicht mehr. Und die Leute beim Radio haben uns auch immer gefragt, warum müsst ihr das denn studieren? Studiert mal was Ordentliches, Germanistik oder Kulturwissenschaften. Ihr wollt ja Inhalte erstellen. Aber der Vorteil bei diesem Studiengang war, wir konnten uns ein bisschen inhaltlich reflektierend mit Audiomedien beschäftigen. Und da haben wir uns auch mit dem Potenzial sehr beschäftigt, was man denn eigentlich mit Audiomedien machen kann. Und damals hatten wir die Idee, weil eben Wissensvermittlung ist ein ganz großer Punkt und diese Intimität, die wurde auch schon genannt, Hören ist einfach sehr intuitiv. Wir hatten damals eine Idee, Hörspiele für Kinder zu machen, spezielle Hörspiele, Reisehörspiele. Die Idee war, wir haben eine fiktive Geschichte, die aber an realen Orten stattfindet. Also ein Kinderdetektivabenteuer, was dann in Leipzig gespielt hat. Das war unsere Abschlussarbeit. Da waren auch alle begeistert. Wir haben damit einen Wettbewerb gewonnen, einen Businessplan-Wettbewerb. Wir haben Preise für das Hörspiel bekommen, aber es hat sich niemand gefunden, der es finanzieren wollte, wie das so oft ist bei Audioprojekten damals, was, glaube ich, jetzt auch mit dieser ganzen Entwicklung rund um Podcast leichter wird. Aber das war für uns damals der Anfang zu sagen,
okay, wir nehmen dieses Wissen und wollen das auch weitertragen. Also wir machen seit 2009 viele Workshops im Audiobereich mit Kindern, mit Jugendlichen, bringen denen bei, wie sie selber kleine Hörspiele erstellen können und vor allen Dingen auch, wie sie das dann im Netz veröffentlichen können. Also damals haben wir uns über den Begriff Podcast keine Gedanken gemacht, aber das war tatsächlich... sind wir da so ein bisschen reingerutscht aus diesem ganzen Hörspielprojekt, was nicht gelungen ist. Und dann kam als zweites eben auf einmal Kulturinstitutionen auf uns zu und haben gesagt, okay, ihr habt doch da mal was mit Hörspiel gemacht, wir wollen das auch mal nutzen, was könnte man denn da machen? Und das war ganz interessant, weil wir dann anfangen konnten, mit denen eben neue Formate zu entwickeln und uns überlegen mussten, wo sollen die dann hin, diese Formate? Gibt es einmal eine Aufführung im Gewandhaus zu Leipzig? Das war unser erster Projektpartner. Dann ist es aber irgendwie weg und da war auch relativ schnell klar, wir müssen die dann auch ins Internet bringen, weil größere Reichweite, mehr Leute und für immer abrufbar. Und als mittlerweile heute machen wir halt viele Podcast-Produktionen und Audioproduktionen, weil die ersten beiden Bereiche Workshops und Kulturvermittlung sind halt leider nicht so geil bezahlt, machen aber unglaublich viel Spaß und man kann da sehr viel experimentieren und ausprobieren. Das heißt, wir verdienen mittlerweile so ein bisschen mit Podcast und Audioproduktion das Geld, um dann eben auch die schönen Kulturprojekte zu machen. Und was ich jetzt mitgebracht habe, sind Beispiele, was wir in den letzten 10 Jahren so für neue Formate in diesem Kulturvermittlungsbereich ausprobiert und umgesetzt haben. Und wir können da auch gleich mal reinhören. Eins, was wir zum 1000-jährigen Bestehen der Stadt Leipzig gemacht haben, das war auch ganz, ganz interessant. Da gab es so Projekte in der ganzen Stadt und wir haben einen historischen, aber fiktionalen Audioguide gemacht zu Orten, die mal existiert haben in der Stadt. Das konnten sich die Leute runterladen auf ihrem Smartphone und konnten durch die Stadt laufen und konnten dann da vor Ort quasi den Audioguide hören zu etwas, was schon gar nicht mehr existiert. Ich erkläre das gleich nochmal weiter. Ich habe hier mal eine Hörprobe mitgebracht. Es ist der 4. Dezember 1943. Leipzig befindet sich unter Beschuss aus der Luft. Die Stadt ist menschenleer. Wir sehen verloren auf den einst wunderschönen Konditorei-Pavillon hinab. Verschwunden die Musik, das Gelächter, die Aufbruchstimmung während seiner Erbauung, die Euphorie während der internationalen Buchkunstausstellung. Traurig und verlassen steht er da, versucht die Haltung zu bewahren, das Leben nicht loszulassen. Auf Leipzig herab. Überall ist Chaos. Der Konditorei-Pavillon steht in Flammen. Er wird vollständig zerstört. Viele Leipziger verlieren an diesem Morgen alles. Über 60 Jahre sind seit der Zerstörung des schmucken Gaststättenpavillons vergangen. Sehen Sie sich noch einmal um. Hier, inmitten großer Bäume, grüner Wiesen und gepflegter Wege, stand einst ein außergewöhnliches Ausflugslokal. Voller Leben und Freude, neuer Ideen und Aufbruchstimmung. Ich verabschiede mich hier von Ihnen. Doch lassen Sie sich von unserem kleinen Spaziergang inspirieren. Flanieren Sie weiter durch die versteckten Gassen, verborgenen Wege, vorbei an vergessener und lebendiger Geschichte und entdecken Sie so die wirklich außergewöhnlichen Orte Leipzigs. Also es war halt eine von 6 Stationen gab es da insgesamt, die man ablaufen konnte. Und man konnte sich das so auf eine Handy-App runterladen. Kennt jemand die Plattform Actionbound? Da schon mal jemand was von gehört? Ja.
Genau, das ist eigentlich eine ganz coole App, die kommt auch aus Deutschland. Da kann man so digitale Schnitzeljagden, kann man da selber programmieren und kann da Bilder einfügen, kann da Audios einfügen und kann zum Beispiel sagen, du kannst diese Station, wo dann das Audio abgespielt wird, nur machen, wenn es zum Beispiel so einen QR-Code gibt. Wenn du den scannst, kannst du das machen, dass du es vor Ort hören kannst. Du könntest dem aber auch eine Geolocation zuordnen, dass man sagt, nur an einer bestimmten Position kann diese Audiodatei abgespielt werden. Und es wurde sehr gut angenommen. Also die Leute konnten so rumspazieren in so einem Park, wo halt dieser Pavillon ursprünglich mal stand. Und heute ist das halt immer noch verfügbar. Und das könnte man natürlich auch machen für jeden beliebigen Ort, wenn man sagt, ich will vielleicht mal einen Podcast machen, aber ich habe nicht so ein Thema. Ich will nicht über Star Trek Discovery den 6. Podcast machen oder sowas, sondern ich habe vielleicht eine schöne Idee, ich will auch Audio fürs Netz produzieren. Dann ist das vielleicht ein Anknüpfungspunkt, wo man sagen kann, ich interessiere mich für die Stadt und will vielleicht kleine, komplett fiktionale Spaziergänge machen oder will ein bisschen die Geschichte aufarbeiten oder will mich mit Leuten treffen. Es gibt ja auch dieses bekannte Format durch die Gegend. Das ist ja quasi, es wird jemand getroffen und dann gehen die durch die Gegend und man kann das hören, wo man ist. Und das ist mit dieser App zum Beispiel, könnte man das Gegenteil machen, dass man sagt, die Leute müssen durch die Gegend gehen und können dort bestimmte Sachen hören. Das ist so ein bisschen auch die Schnittmenge. Es gibt ja schon sehr lange eine Hörspielszene, eine freie Hörspielszene im Internet. Das, als ich angefangen habe, waren die schon unglaublich vernetzt und haben all solche Sachen geplant. Aber durch das mobile Internet wird es natürlich noch viel leichter. Das zweite Beispiel, was wir mal gemacht haben, das war tatsächlich eine Kooperation mit dem Gewandhaus. Das ist auch aus einem Workshop raus entstanden. Da war die ursprüngliche Idee, das Gewandhaus hat gesagt, wir haben hier ein Konzert, ein großes Konzert, das findet statt. Das war Robert Schumanns Szenen aus Goethes Faust. Das ist ein monumentales Werk, das ist das Opus Magnum von Robert Schumann, hat er, glaube ich, 10 Jahre dran gearbeitet. Braucht man ein riesen Orchester, 3 Chöre und es wird, glaube ich, so alle 12 Jahre wird es mal aufgeführt, wegen dem großen Aufwand. Und da war die Idee, das Gewandhaus hat gesagt, wir wollen gerne diese Musik vermitteln nach außen, dass Leute davon erfahren, dass das stattfindet. Und wir haben dann mit Schülern, das war ein Musikleistungskurs, haben wir einen Hörspielworkshop gemacht, haben gesagt, ihr nehmt mal diese Grundthemen aus Goethes Faust 2, super abstrakt, und macht da kleine Hörspiele draus. Und das ist innerhalb von 2 Wochen, tatsächlich war das ein super Projekt, weil die haben selber Musik entwickelt auf der Basis von Robert Schumanns Musik. Die haben auf Goethes Text haben die eigene Hörspiele entwickelt. Die haben die selber geschnitten, die haben selber alles eingesprochen. Und dann hatten wir 5 kleine Hörspiele und am Ende hat sich gezeigt, okay, wir können da mehr draus machen. Und dann sind wir nochmal zu der Dramaturgin vom Gewandhaus gegangen, haben ein kleines Interview mit der gemacht und haben mit dem Dirigenten, der das aufführt, auch noch ein kleines Interview gemacht und hatten dann quasi diese Konzertmusik, hatten die kleinen Interviewelemente und hatten 5 Hörspiele. Und das ist dann, haben das dann einfach hintereinander zusammengestellt und das war dann so ein 40-Minuten-Beitrag, der aber tatsächlich so ein bisschen diese Musik erklärt, diese Geschichte von Goethe plus noch eigene Hörspiele da einbaut. Also im Radio sagt man, das ist ein Feature eigentlich, wo man all diese Elemente zusammenfügt. Aber tatsächlich ist das kein Format, was jemals im Radio gelaufen ist oder was man an einem Radio hätte verkaufen können, sondern es ist einfach aus der Beschäftigung mit dem Material ist das entstanden. Und das Schöne war, das ist dann tatsächlich auch in Hörspielfestivals ist das gelaufen im Finale und hat auch einen Preis gewonnen. Und das ist insofern ganz schön, weil eben diese Idee, wir möchten Inhalte aus unserem Kulturbetrieb mal zu Leuten bringen, die eigentlich nicht in Klassikkonzerte gehen, ist da ganz gut gelungen, weil es gibt in Leipzig ein sehr großes Hörspielfestival, den Leipziger Hörspielsommer, und da liegen tausende Leute auf der Wiese im Sommer und hören sich Klangstücke an, verschiedene. Und da ist dieses Material dann eben gespielt worden. Und ich habe jetzt hier einen kurzen Ausschnitt auch, das ist sehr komprimiert zusammengeschnitten, aber es sind alle Elemente mal kurz zu hören. Schumann ist ein Literaturkenner sondersgleichen. Dass er den Faust nimmt, ist einerseits seinem hohen Anspruch geschuldet, andererseits schlicht größenwahnsinnig.
I think it's very interesting. Ich finde es äußerst interessant, was Schumann da macht, und es kommt immer wieder die Frage auf, muss man die gesamte Faust-Geschichte kennen, um verstehen zu können, was bei Schumann passiert? Ich denke, die Antwort ist nein. Schumann sucht sich ganz bestimmte Szenen heraus und erzählt mit ihnen seine ganz eigene Geschichte. Faust ist schließlich eine Art universeller Mythos, und deswegen gibt es auch viele verschiedene Möglichkeiten, diese Geschichte zu erzählen. Und was Schumann gemacht hat, ist, den vermutlich wichtigsten deutschsprachigen Text zu nehmen und ausgewählte Momente herauszugreifen, die uns eine bestimmte Perspektive auf die Geschehnisse ermöglichen. Jetzt kommt so ein Hörspielpart. Ich verstehe nicht, was du damit erreichen willst. Warum soll ich mich unbedingt erinnern? Warum willst du mich zum Leiden bringen? Ich bin frei davon. Ich habe mich von dieser jämmerlichen, schandhaften Vergangenheit distanziert. Ich habe hinter mir gelassen, was mir Sorge bereitet. Jetzt geht es dir definitiv nicht besser. Das konnte dich das Studium der Wissenschaft nicht lehren. Den Umgang mit den Menschen, Stauf. Wo bist du jetzt? Ohne Beruf, ohne Familie, ohne Geld. Du hast dein Haus verloren, deine Freunde haben sich von dir abgewandt und du lebst alleine in den Tag hinein, ohne einen einzigen Gedanken daran zu verschwenden, wie du ihn beenden möchtest. Fühlst du dich wohl, so im Mangel zu leben? Ich brauche nichts, um glücklich zu sein. Gar nichts. Du hast nichts und brauchst nichts. Das ist wahr, Stauf. Und doch bist du nicht frei. Du bist verwirrt. Denk darüber nach. Was? Manche sagen sogar, dass du Stimmen hörst. Du Stimmen hörst. Du Stimmen hörst. Wer bist du eigentlich? Schumann teilt sein Werk in drei Teile. Im ersten geht es um Gretchen, wie sie zunehmend wahnsinnig gemacht und manipuliert wird. Es geht um all diese geheimen und schrecklichen Dinge, die ihr angetan werden und die schließlich zu ihrem Gefühl von unendlicher Schuld führen. Im zweiten Teil wird dann viel philosophiert, mit großen Monologen, und es geht um das Ende von Faust, herbeigeführt durch seine Sucht, seine Wissensgier und diese besondere Art der menschlichen Arroganz. Wir wissen also gar nichts über die Wette mit Mephisto, obwohl die zu seinem Tod führt. Und im dritten Teil haben wir dann die große Erlösung. Es ist so gesehen also eine sehr einfache Geschichte über Sünde, Schuld und Erlösung. Genau, und als drittes Beispiel habe ich noch etwas, das ist jetzt nicht so richtig Kulturvermittlung oder ein bisschen weiter gedreht Kulturvermittlung. Wir hatten mal ein Projekt mit dem MDR, wo es darum ging, der MDR wollte gerne mehr, die haben zwar viele, die sich für Journalismus bewerben, aber weniger, die sich für die Ausbildungsberufe bewerben. Und da haben wir ein Projekt gemacht, wo eine Gruppe auch von Abiturienten, also potenziellen Kandidaten, zum MDR gekommen ist. Und die haben dann eine Führung bekommen und alle Ausbildungsberufe kennengelernt. Und wir haben ihnen aber gleichzeitig beigebracht, wie sie kleine Soundcollagen erstellen können aus diesen Ausbildungsberufen. Also die sind rumgegangen, haben Interviews geführt, haben O-Töne gesammelt, hatten ein bisschen Musik zur Verfügung bekommen. Und dann konnten sie auf dem MDR-Computern und mit den MDR-Schnittprogrammen eben solche Klangcollagen erstellen. Und das haben wir zum Beispiel auch schon häufiger gemacht mit Städten. Wir haben also ein Projekt in einer kleinen Stadt gemacht, Wurzen bei Leipzig. Das hieß Wie klingt meine Stadt, wo auch die Teilnehmer durch das Lernen dieses Audioschnittprogramms, was sie so ein bisschen gereizt hat, wo man sagen konnte, okay, ihr habt hier ein bestimmtes Thema, erkundet doch mal eure Stadt und stellt mal dar, was so interessante Orte sind, interviewt Leute, tragt das mal so ein bisschen zusammen. Und das ist jetzt auch hier nur ein ganz kurzes Beispiel, 2 Minuten, was so an einem Tag entstanden ist, für die, die vorher noch nie geschnitten hatten auch.
Ich habe mich schon immer für Film und Fernsehen interessiert, habe nach dem Abitur ein Jahr lang Praktika in diese Richtung gemacht und das hat mir einfach gefallen und da dachte ich mir, bewerbe ich mich mal. Ich bin Tanja, 22 Jahre und im zweiten Ausbildungsjahr Mediengestalter Bild und Ton hier beim MDR. Ja, wenn jetzt irgendwas Aufregendes passiert, wie zum Beispiel in der Politik, dann fährt ein Mediengestalter meist mit einem Kameramann oder eben selbst als Kameramann dorthin, zeichnet die Bilder auf. Wir werden auch in der Lage dazu, die Bilder dann zu schneiden und durch eine Regie quasi an den Zuschauer weiterzugeben. Also was mich auf jeden Fall beeindruckt, wie viel Aufwand und Zeit hinter einer Sendeminute steckt. Wir probieren die Schalter. Und die Aufnahmen mit vielleicht? Im Studio gibt es die klassische Beleuchtungsprobe. Da gehen wir jede Position vom Moderator nochmal durch, ob der wirklich im richtigen Licht sitzt oder steht. Und das ist vor jeder Sendung. So. Oh, hat er die Größe und Mikrofon von Peter, nicht? Ja. Und jetzt hinter dem Tisch steht die. Die News Mod bitte. Also am meisten Spaß gemacht hat mir der Platz vom Bildtechniker, weil da kann man von der Regie aus die Kameras bedienen. Und das ist einfach cool, weil die stehen ja ewig weit von einem entfernt, aber man kann sie trotzdem regulieren mit einem kleinen Joystick und es klappt alles wunderbar. Eine Sendeminute für einen Nachrichtenbeitrag kostet okay. Zwischen 1.000 und 2.000 Euro und da kann man sich in etwa vorstellen, dass da auch ganz schön viel Arbeit dahinter steckt. Also wenn man Mediengestalter Bild und Ton werden will, dann sollte man sich für Technik interessieren, auch für Bildästhetik und ja, auch gut tragen können, sage ich jetzt mal. Könnten wir jetzt mal Wintergarten Peter allein probieren auf dem Zweisitzer. Danke. Das ist halt auch, wenn ihr euch das mal vorstellt, im Schnittprogramm ist das sehr, sehr simpel gebaut. Wir haben eine Musikebene, wir haben eine O-Tonebene, wo so ein bisschen die Atmo ist aus der Beleuchtungsprobe und wir haben einmal die Sprecherebene. Und was wir hier zum Beispiel gar nicht haben, ist ein Moderator oder ein Texter, der irgendwas erzählt, sondern es ist wirklich nur Interviews gemacht und zusammengeschnitten schön, mit ein bisschen Gefühl. Und das ist, vielleicht gibt es ja Leute, es gibt ja ein paar Leute hier auch, die sagen, ich bin ein zukünftiger Podcaster. Vielleicht gibt es ja auch jemanden, der gar keine Lust hat zu reden. Das heißt ja nicht, dass man nicht keinen Podcast machen muss. Man kann ja solche Kleinigkeiten basteln und sagen, ich erkunde mal die Welt um mich herum und stelle das online. Oder ich mache einfach aus Material, was ich im Fernsehen aufnehme oder sowas, bastel ich kleine Klangcollagen. Das ist wirklich, die Leute, die hier teilgenommen haben, die das geschnitten haben, die konnten vorher gar nichts. Und haben innerhalb von einem Tag haben die das gelernt. In Schulen sind wir auch viel müssen wir mit Audacity arbeiten, weil das als Portable und freie Version zur Verfügung steht. Ich finde Audacity ein ganz schlimmes Schnittprogramm. Aber die kriegen das alle hin irgendwie. Also vielleicht das als Ermutigung, dass man sich mit solchen Projekten durchaus mal da heranwagen kann. Die sind relativ einfach umzusetzen. Und genau, also was ich im Prinzip zeigen will, ein bisschen Audio und Internet, also diese Klangcollagen, die stehen glaube ich auch immer noch im Netz. Da gibt es ganz viel Potenzial, wo wir noch gerade dabei am Anfang sind, das vielleicht zu entdecken und zu erarbeiten. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, sich damit auseinanderzusetzen. Und wenn es ein paar Sachen gibt, die ich euch gerne mitgeben möchte, dann ist es zum einen, habt keine Angst vor Mehrspurprojekten. Also das mag manchmal kompliziert aussehen mit Hüllkurven, aber es ist wirklich einfach, so ein paar schöne Elemente zusammenzustellen und sich einen Jingle zu basteln oder mal ein kleines Element, was zwischendurch stattfindet in einem Podcast, um so vielleicht auch den Hörer ein bisschen aufzulockern. Denn was ja ist, wenn man immer dieselben Stimmen hört, das ist ja eine gewisse Monotonie. Und mit so ein bisschen Mehrspur oder kleinen Elementen kann man diese brechen und auch dem Hörer das wieder angenehmer machen, auch bei längeren Podcasts nochmal dran zu bleiben, vielleicht ein bisschen zu strukturieren das Ganze. Dann natürlich Mut zu neuen Formaten. Es gibt tatsächlich, also so eine Soundcollagen kann man mal machen. Man kann mit fiktiven Elementen spielen. Warum muss es immer nur Reden sein. Da ist noch ganz viel Raum, wo man sich auch inspirieren lassen kann vom Radio. Diese Soundcollage, das sind ja alles Radioelemente, aber es könnte gar nicht im Radio stattfinden so. Und das nächste ist natürlich, baut,
baut schöne Klangstücke. Probiert es einfach mal. Es macht unglaublich Spaß, sich da so ein bisschen reinzufrickeln und zu sagen, oh, ich habe hier eine schöne Atmo, ich nehme die einfach mal auf. Das ist mit so einem kleinen H1, tatsächlich ist das leicht, einfach mal was einzusammeln, schöne Töne. Das kann man machen und was jetzt ein bisschen in der Zeit zu kurz ist, aber tatsächlich gibt es ja schöne Formate, die man erstmal entwickeln muss. Also aus diesem Konzert-Feature, das ich gezeigt hatte, da habe ich schon lange die Idee, warum macht nicht mal ein Konzerthaus einen eigenen Podcast-Feed, wo sie sagen, sie machen immer so 10 Minuten kleine Teaser für Konzerte, wo mal ein Regisseur oder ein Dramaturg oder der Dirigent erklärt, was ist das eigentlich für Musik, die da stattfindet. Dann würde ich mir den vielleicht auch abonnieren und häufiger mal ins Konzert gehen. Ich weiß nicht, wie viele Leute so klassische Konzerte. Ja, so einzelne, also ich kenne die Gassenhauer, aber so mal was lernen über Musikstücke, die man noch nicht kennt und sie dann anhören gehen, das ist ja, also das fände ich zum Beispiel unglaublich attraktiv und ich glaube, man könnte auch mal gucken in der Zukunft, vielleicht gibt es Podcast-Feeds mit Klangstücken, die schon im Netz stehen, aber einzeln und dort so vor sich hin versauern. Warum könnte man nicht mal ein Podcast-Kurator werden und sagen, ich begebe mich auf die Suche, ich mache ein Feed auf mit schönen Klangstücken, die ich im Netz finde und die man versenden kann. Und der ist ganz vielfältig und abwechslungsreich. Jede Folge hat ein neues Thema, immer ein neues Klangstück. Das vielleicht mal so als Inspiration, worüber man nachdenken kann, tatsächlich, wenn es um den Begriff Podcast geht und wie man sich dem ganzen Thema noch ein bisschen kreativer nähern kann. Und wenn auch Fragen sind, dann könnt ihr mich gerne natürlich erreichen.